Einen wunderschönen guten Abend zu Orbital Plausch. Heute mit dem Thema Deep Space Network. Lassen wir uns überraschen, was gibt's denn da und warum finden wir das Ganze spannend. Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Hallo. Willkommen zu Orbital Plausch. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute unterhalten wir uns über das DSN, das Deep Space Network. Wie immer nicht alleine, wir holen uns mal den Harzner dazu. Hallo Harzner, schön, dass du da bist. Hallo, einen schönen guten Mittwochabend wünsche ich euch. 21 Uhr, es ist wieder soweit. Und ich freue mich jedes Mal drauf. Und auch heute machen wir es wieder. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie uns. Ganz genau. Ja, Deep Space Network, wie immer, das Beste in Kürze am Anfang. Zwei Teile, erster kurze Übersicht und dann gehen wir ein bisschen in die Tiefe rein im längeren Plausch und für alle, die live dabei sind, dann gehen wir natürlich auch auf eure Kommentare und Fragen ein. Ja, das Deep Space Network hat eine etwas, ich würde mal sagen, längere Geschichte, weil... Das war die falsche Taste, weil wenn man ein bisschen zurückgeht, hat man schon damals zu Apollo-Zeiten gewusst, man kommt mit dem System, was man bis jetzt benutzt, um Daten auszutauschen, leider einfach nicht weiter. Eigentlich wollte ich euch zuerst sagen, warum interessiert mich das Ganze eigentlich? Naja, überlegt mal, Ich habe mir Folgendes gedacht. Wenn ich mir heute anschaue, wenn eine SpaceX-Rakete startet, dann ist das meistens wunderschön. Man sieht Bilder ungeahnter Schärfe, eigentlich so, wie wir das auch von unseren High-Definitions-Fernsehern her kennen. Vielleicht ein bisschen geringer in der Auflösung, aber schon super nice. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir irgendwann mal auf dem Mond landen? Haben wir dann eigentlich auch solch eine Qualität? Oder noch geiler, stellt euch vor, wir landen auf dem Mars und der Ausstieg des oder der ersten Mars-Astronautin auf dem Marsboden wird in HDTV direkt zu dir nach Hause auf deinen großen Bildschirm in deinem Wohnzimmer rübergebeamt. Vielleicht noch von einem kleinen Mars-Rover, der sich einfach genau neben die Ausstiegsluke positioniert hat. Also, ich fände das ziemlich geil. Ja, aber wie war denn das früher gewesen? Früher sah das Ganze ein wenig trauriger aus. Früher, naja, traurig kann man auch nicht sagen, weil der eine oder andere hat es vielleicht damals schon live sehen müssen, vielleicht der andere auch in der Wiederholung. Als Neil Armstrong seine ersten Schritte auf dem Mond gemacht hat, ja, dann war das Ganze nicht nur schwarz-weiß, sondern es war wirklich sehr, sehr grobkörnig. Und grobkörnig heißt in dem Zusammenhang wirklich, wir hatten damals eine Auflösung gehabt, die wurde noch in Zeilen angegeben. Zeilen heißt in dem Moment, wir hatten 200 Linien gehabt, die Auflösung waren bei 30 Frames per Second, also 30 Bilder die Sekunde. Das ist das, was das Auge als flüssig empfinden kann. Aber ihr seht schon, das ist nett, aber nicht wirklich freudvoll. Naja, wie war es denn damals gewesen? Damals hatte man sich überlegt, na, ich gehe einfach mal ein bisschen weiter, wie kann man ein Netzwerk im All installieren, sodass wirklich Fluginformationen, Audioinformationen, vielleicht auch Biometrieinformationen der Astronauten, aber natürlich auch Video übertragen werden kann. Dazu hat man sich das sogenannte USB überlegt. Das USB ist das Unified S-Band System. Das ist ein bestimmter Frequenzbereich, den man damals natürlich zur freien Verfügung hatte. Man muss natürlich überlegen, das war 1962. Da gab es noch nicht so viele Sender und Empfänger, die um die Erde herum geflogen sind. Da gab es einige Satelliten, die auch noch ganz am Anfang einfach nur Farbfilme gemacht hat und dann die Röllchen abgeworfen haben, sodass irgendjemand sie dann mal eingefangen hat zum Auswerten. Dann hat man das Ganze irgendwann auf Radio Frequency, also auf Radiowellen umgestellt. Radiowellen, auch das ist heute noch super up to date.
Damit natürlich klar, kennt ihr selbst, wenn ihr mit dem Auto rumfährt, könnt ihr Musik hören. Früher hatten wir doch ganz viele Antennen auf den Häusern gehabt. Auch das verschwindet natürlich jetzt immer mehr. Aber über eben Antennen wurden solche Informationen ausgetauscht. Austauschen mit Satelliten ist natürlich auch für uns so eine Sache, die auch heute noch sehr interessant ist. Meistens gibt es dazu große Radarantennen, die vom Boden aus ein Signal hoch zum Satelliten schicken und der antwortet darauf, beziehungsweise er schickt die Informationen, die angefordert worden sind. Nehmen wir mal einen Wettersatelliten, der einfach mal einen bestimmten Bereich abscannt, mal die nördliche Hemisphäre zum Beispiel, oder der vielleicht ganz aktuell Informationen über Waldbrände oder andere Ungemache am Boden überträgt. Die werden wieder runtergeschickt und wir sehen auch schon oben kleiner Satellit, unten verdammt große Schüssel. Ja, und da gibt es natürlich so ein klitzekleines Problem. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir hätten so zwei, drei Schüsseln auf der Erde verteilt, dann gibt es garantiert immer wieder einen Moment, wo so ein Satellit da zwar da drüber nagelt, aber Sekunden später schon hinter dem Horizont verschwunden ist. Das heißt, er hat keine Verbindung zu diesen Antennen. Das heißt, er kann auch nirgendwo irgendwo Informationen unterbringen. Und Wenn der Satellit einen Radiospagat macht, sozusagen. hier sehen wir jetzt gerade, er versucht einen Radiospagat zu machen. Genau. Aber natürlich, wie immer, hat es eine. Was macht man am besten, um das Problem zu erlösen? Naja, man müsste was in den Orbit bringen, würde ich mal vermuten. Genau. Also entweder man baut ganz, ganz viele kleine Antennen auf dem Boden, oder aber man überlegt sich, ja, lasst uns doch einfach einen Relais-Satelliten hochbringen. Möglichst einen, der in der geostationären Umlaufbahn ist, das heißt einer, der immer in Sichtweite von so einem Radioteleskop ist, aber der natürlich auch immer so sozusagen von allen Satelliten, die im Weltraum umherfliegen, angefunkt werden kann. Damit hätte man ja schon mal das erste Problem gelöst. Aber da unterhalten wir uns gerade noch über das NSN, das Near Space Network. Das heißt also, alles, was im erdnahen Umfeld ist, das ist schon eine tolle Sache. Ja, aber was ist denn eigentlich, wenn sich, naja, so eine Sonde ein bisschen weiter vielleicht von der Erde entfernt? Was passiert denn eigentlich dann? Auf dem Schaubild hier haben wir schon einmal das Problem und auch schon gleich die Lösung. Nämlich Radiowellen haben immer das Thema, eine längere Strecke schaffen sie es nicht gebündelt zu bleiben. Das heißt, sie breiten sich aus. Mit der Zeit also werden die Frequenzen auf der einen Seite immer größer, aber die Ausbreitung genau ebenfalls und damit nimmt natürlich auch wiederum die Energie ab. Das ist natürlich etwas problematisch, weil ist auch klar. Nehmen wir zum Beispiel mal diese Jupiter-Sonde, die Juno-Sonde, die da losgeflogen ist. Die hat kurz bevor sie da war, ein Radiosignal zurück zur Erde gesandt. Das war gut. Wir haben es auch empfangen können, weil wir riesige Teleskopenanlagen haben. Also nicht mehr ein Teleskop, sondern mehrere. Aber allein dieser Kegel von Informationen, die rausgegangen sind, haben das 200-fache der Erde ausgemacht und damit natürlich auch eine tierische Energie verschwendet. Viel interessanter wäre es natürlich, wenn man das Ganze per Laser macht, weil der tut zwar auch auffächern, aber er macht das viel kleiner. Laser ist also die Technologie, die interessant ist. Und dann hat man sich auch eben überlegt, was können wir erst hier im Near-Earth-Orbit machen? Jetzt setzen wir doch mal einen Laser ein. Dann können schon mal so geostationäre Satelliten untereinander ganz gut kommunizieren und damit Daten unheimlich schnell weiterleiten zu den Bodenstationen. Aber wir machen doch einfach mal einen Plan. Wie sieht denn das eigentlich mit dem Deep Space aus? Sprich, zum Beispiel, wenn wir vom Mond viele Daten haben wollen oder vom Mars oder aber natürlich noch von um einiges weiter weg. Ja, und damit dieses DNS, DSN natürlich, entschuldigt, ist jetzt eben ein Netzwerk, was von der NASA zwar hauptsächlich propagiert und aufgebaut wird, tatsächlich aber natürlich ist das wieder eine multikulturelle Sache, da ist die ESA natürlich genauso drin. Wir werden gleich im zweiten Teil nochmal drauf eingehen, gerade was in der Historie alles passiert ist. Gehen wir mal ganz kurz durch, ab wann auch da die ESA wirklich weit vor der NASA war und die NASA jetzt noch ein bisschen hinterherhechelt, weil gerade Kommunikation mit Lasern im erdnahen Orbit oder auch ein bisschen weiter weg hat viele Vorteile,
weil hohe Datendichte und keine Atmosphäre, durch die er durch muss. Die NASA macht jetzt ein bisschen was Neues. Die wollen auch den Laser so ausrichten, dass er runter auf die Erde kommt. Aber da schnacken wir nochmal dann in Ruhe drüber. Hatzner, ja, was glaubst du? Werden wir abschließend vom Mond wirklich, wenn Artemis 3, 4, 5 oder aber auch schon ein Spaceship von SpaceX da irgendwo mal hinfliegt, glaubst du, wir werden hochauflösende Daten zurückbekommen oder Bilder an der Stelle? Daten ist natürlich falsch. Ja, also ich finde, das Thema hast du jetzt irgendwie, da spielt viel mit rein, finde ich. Viel an unterschiedlichen Aspekten, die du dabei hast. Nämlich also einmal die Richtungen, die Einzelbewegungen und die Entfernung von der Erde. Mhm. Plus eben auch, was du gesagt hast, Relay-Technologie, die Energieverschwendung durch den Kegel, der entsteht, wenn du Radiowellen raussendest. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter Plausch. Und ich glaube, die Qualität wird durchaus, glaube ich, auch durch die Datenübertragung mit Laser sehr, sehr viel höher. Also ich bin sehr gespannt, was in Zukunft da auf uns zukommt. Aber du hast hier mal einen sehr guten Einblick gebracht, was man alles dabei bedenken muss, wenn man Bilder sieht, hier von der Erde aus. Relativ einfach gemacht. Sender, Empfänger, simpel. Aber wenn sich das Zeug auch noch bewegt, im Orbit ist und du bist auf dem Weg hin oder zurück, dann wird es freudvoll, ganz das genau. Das ist spannend. Und genau darüber schnacken wir, beziehungsweise plauschen wir gleich im zweiten Teil. Hat es euch bisher gefallen, hinterlasst doch bitte ein Like und ein Subscribe, falls ihr das nicht schon getan habt. Und besucht uns auf alle Fälle nach unserem Plausch im Discord. Da sind wir nämlich immer zu finden. Aber natürlich auch unter der Woche sind wir da auch immer wieder. Und da gibt es auch immer ganz interessante Themen von dem einen oder anderen, der dabei war. Gut, dann fahren wir mal ab und machen gleich mit dem zweiten Teil weiter. So, Harzner.